Projekt Gold trotz Rückenproblemen. Rodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner will 4 Jahre nach ihrer Goldfahrt von Vancouver auch in Sotschi ganz nach oben. Wegen anhaltender Rückenschmerzen und fehlender Leistungsnachweise war die Olympiateilnahme der 30-Jährigen lange Zeit ungewiss. Es ist ja dann doch in der Saisonvorbereitung einiges schiefgelaufen, auch bei den ersten Weltcups lief jetzt nicht alles ganz rund. Deswegen war das schon eine große Erleichterung für mich, dann vom Bundestrainer zu erfahren, dass ich trotzdem schon nominiert bin. Zum 3. Mal startet Hüfner bei Olympia. Nach Bronze bei ihrem Debüt 2006 holte die studierte Psychologin 4 Jahre später Gold. Von 2007 bis 2012 gewann sie 5-mal nacheinander den Gesamtweltcup. Zudem sicherte sie sich 4 Einzel- und 2 Mannschafts-WM-Titel, ehe in der vergangenen Saison ihre gesundheitlichen Probleme begannen. Hüfner gelang nur 1 Saisonsieg, bei der WM gewann sie dennoch Silber. In Sotschi will Hüfner mehr. Trotz der gesundheitlichen Probleme ihre deutsche Konkurrentin Nathalie Geisenberger bezwingen und wieder zu Gold rodeln.